Samstag, der 28. Februar 2009. Hier ist Viersen TV News. Raubüberfall auf Sparkasse. Gegen 16.30 Uhr wurde die Sparkassenfiliale an der Lindenallee von einem unbekannten Täter überfallen. Zumindest eine männliche Person trat den Schalterraum und bedrohte eine Kundin und einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe, nachdem ihm ein noch nicht feststehender Bargeldbetrag ausgehändigt worden war, flüchtete der Mann mit seiner Beute durch ein Fenster und verschwand unerkannt. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Der Verdächtige wird beschrieben als etwa 1,85 Meter groß, kurzes, dunkles Haar, Gesicht durch eine Maskierung verdeckt. Die Polizei hat eine sofortige Fahndung eingeleitet, die ergebnislos verlaufen ist. Kriminalbeamte untersuchen den Tatort. Auch im Moment laufende Vernehmungen von Geschädigten und Zeugen dürften sich weitere Fahndungsansätze ergeben. Das Wetter. Bei 9 Grad ist es am Vormittag oft grau und regnerisch. Nachmittags ist es bei Werten um 11 Grad meist bedeckt. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 4 Grad.